Ich grüße euch alle. Heute möchte ich ein schönes Essen machen. Habe ich hier Radieschen, Schluppen, habe ich hier Zwiebeln, habe ich hier Putenbrust, habe ich hier Zucchini, habe ich hier Avocado, habe ich hier Frischkäse und Gewürze. Mache ich das mit euch zusammen. Pfanne Öl reinmachen und mache da rein die Pute mit den Zwiebeln. Jetzt kommt darauf etwas Honig. Und weiter braten bitte. Jetzt darauf ein Löffelchen Paprikapulver. Und dann brauchen wir weiter. Nach einer Minute braten, jetzt mache ich die Zucchini drauf. Und jetzt werden die mitgeschwenkt und mitgebraten. In dieser Zeit werde ich die Avocado klein schneiden. Einfach nur so im Teller so. Vielleicht habe ich schon klein geschnitten. So, Avocado habe ich schon geschnitten. Die glänzen so schön durch den Honig. Nachher machen wir darauf noch ein bisschen Essig. Jetzt mache ich etwas Tomatenmark drauf. Werden dann jetzt gebraten. Jetzt kommt darauf etwas Ketchup. Nicht viel. Jetzt kommen die Gewürze. Knoblauch mache ich drauf. Pfeffer mache ich drauf. Etwas Tabasco mache ich auch drauf. Und brate ich jetzt die alle zusammen. Machen wir darauf Salz. Dann salzen. So haben wir gesalzen. Dann haben wir, ich denke, das. Wow, das sieht so schön aus. Jetzt machen wir darauf unsere Radieschen und unsere Frühlingszwiebeln. Die Kleinkäse machen wir darauf. Das ist Low-Carb-Gericht. So. Das sieht so geil aus. Jetzt kommt darauf ein Esslöffel Apfelessig. Ein Esslöffel. Drauf. Jetzt haben wir auch etwas Wasser. Ganz wenig Wasser. So, jetzt kommt die Avocado raus. Und dann kommt jetzt Frischkäse. Frischkäse kommt auch raus. So, ein Löffel Frischkäse. Und mein Gericht ist schon erledigt, schon fertig, fast fertig. Wow. Ja. Noch, ich will noch Thymian. Ich mache jetzt noch auf Thymian. Und dann habe ich Thymian drauf. Jetzt werde ich die probieren. Wow, wow, wow. Das ist Low Carb. Ich esse dazu Knäckebrot. Da ist es nicht mehr Low Carb, aber ist Geschmackssache. Ich esse Knäckebrot dazu mit Sesam. Dann habe ich ein schönes Essen. Und dann machen wie ihr wollt, mit Brot, mit Baguette, mit Reis, mit Püree, was ihr wollt. Wollte ich euch das hier mal zeigen, dass euch schmecken. Und so sieht das aus.
Alles Gute, ich freue mich auf das nächste Video. Bleibt alle gesund und vielen Dank und bis dann und ciao.